europäischen Studien beschäftigen sich mit jenen Prozessen, die unser tägliches Leben berühren, das gesellschaftliche Leben, das wirtschaftliche, das politische, und die wir beziehen mit dem Begriff Europa oder europäische Integration. Die europäische Integration verändert unser Leben, hat unser Leben maßgeblich verändert, und zwar nicht nur auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, sondern bis hinein in unseren Alltag. Gesetzliche Regelungen, Richtlinien wie die Antidiskriminierung, die unmittelbar uns auch beeinflussen in dem, was wir tun oder wie wir handeln, als Bürger, als Bürgerinnen in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld. Und die europäischen Studien tragen dazu bei, dass wir vertiefend verstehen, wie diese Prozesse der europäischen Integration diese verschiedenen Bereiche des Lebens verändern, uns tangieren und wie wir, und das ist der zentrale Punkt, wie wir diese Prozesse und diese Veränderungen auch mitgestalten können. Also das Masterprogramm Europäische Studien ist interdisziplinär aufgestellt. Das heißt, es ist, und das erklärt sich aus dem Begriff Europäische Studien, das ist eben nicht eine eigene Disziplin, sondern braucht verschiedene Bestandteile, die aufeinander bezogen, gedacht und unterrichtet werden. Zum Beispiel, der europäische Prozess der Integration ist verknüpft mit wirtschaftlichen Prozessen. Daher ist das Verständnis des Wirtschaftsraums Europas und auch der ökonomischen Prozesse grundlegend. Oder die Europäische Union ist verknüpft, die europäische Integration ist verknüpft mit der Entwicklung von Institutionen. Das heißt, der Architektur der Einrichtungen, die überhaupt dazu beitragen, dass sowas wie Europa bestehen kann. Ja, dass die Länder miteinander verknüpft sind, dass es einen Europäischen Rat gibt und eine Kommission und das Parlament und wie diese Einrichtungen miteinander funktionieren, interagieren, das ist etwas, was wir hier ganz in den Mittelpunkt rücken. Man könnte sagen, eine politikwissenschaftliche Perspektive. Europa ist natürlich vor allem auch nicht nur ein Wirtschaftsraum, nicht nur ein Raum von Institutionen, sondern ein Rechtsraum. Das heißt, es gibt die rechtlichen Regelungen, die in Europa geschaffen wurden, die im Europäischen Parlament beschlossen werden, sind ganz wesentliche Elemente des Zusammenlebens innerhalb der europäischen, zwischen den europäischen Ländern, aber auch innerhalb der europäischen Länder. Also viele Regelungen, rechtliche Regelungen sind relevant für unser Leben, für unser Alltagsleben, für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Das heißt, die rechtlichen Informationen, wie sieht denn diese Verrechtlichung auf europäischer Ebene aus, ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Das Masterprogramm Europäische Studien ist ein Programm, an dem Studierende teilnehmen, die schon ein Universitätsstudium beendet haben. Es ist ein postgraduales Programm. Das ist ein wichtiger Punkt, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen, was Studieren heißt. Sie kommen übrigens aus ganz verschiedenen Ländern. Das heißt, sie bringen auch unterschiedliche Erfahrungen mit und sie kommen aus verschiedenen Disziplinen. Das heißt, die Vielfalt der Lernmethoden und der Lernerfahrungen spielen eine ganz wichtige Rolle. Typisch für postgraduale Programme. Es gibt ja auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bereits mehrjährige Berufserfahrung mitbringen, das heißt, die zum Beispiel eine Bildungskarenz machen oder eine Berufsunterbrechung, um hier dieses Studium zu verwirklichen, ihren Studienwunsch zu verwirklichen. Und daher sind die Lernmethoden und Lehrmethoden sehr vielfältig und angepasst an diese Erfahrungen, an diese unterschiedlichen Erfahrungen. Im Prinzip ist das postgraduale Masterstudium Europäische Studien ein Programm, das sehr stark auf Interaktion abzielt, auf gemeinsame, gruppenbezogene Lernprozesse und auf die Tatsache, dass der Teilnehmer oder die Teilnehmerin eben eine erwachsene Person ist, die eben auch eine bewusste Entscheidung getroffen hat für ein Studium. Daher legen wir sehr viel Wert darauf, auf Selbstständigkeit, auf selbstständiges Lernen, selbstständige Beiträge und weniger auf ein klassisches Lernen im Hinblick auf prüfungsorientiertes Wissen, das dann abgefragt wird und quasi zwei Tage später wieder vergessen wird. Sondern wichtig ist, dass die Inhalte diskutiert werden, angeeignet werden, diskutiert werden, gemeinsam in der Gruppe erarbeitet werden und entsprechend sehen eben dann auch zum Beispiel die Anforderungen aus. Also
europäischen Studien sind sicherlich ein Bereich, der mit der europäischen Integration und der Erweiterungsprozesse, insbesondere der letzten zwei Erweiterungen 2004, 2007, 2008, am florieren. Ja, es gibt sehr viele Angebote in diesem Bereich, aber die meisten Angebote sind entweder sehr ökonomisch orientiert oder sehr juristisch orientiert oder sehr politikwissenschaftlich orientiert. Das heißt, sie sind sehr spezialisiert oder sehr orientiert an der Logik, zum Beispiel der Innenlogik der europäischen Bürokratie. Und unser Lehrgang Europäische Studien erklärt sich daraus, dass zwei Dinge geleistet werden. Das eine ist, dass diese unterschiedlichen Wissensbereiche und Wissensfelder, Recht, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Menschenrechte, Kultur, Sprachen, dass die nicht isoliert betrachtet werden, sondern in ihrer Verknüpfung, in ihrer Vernetztheit. Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist wirklich ein interdisziplinärer Lehrgang, der noch dazu, und das ist vielleicht die zweite Stärke und Einzigartigkeit, eine kulturwissenschaftliche Dimension hat. Das heißt, Europa wird eben nicht nur als ein Rechts- und Wirtschaftsraum betrachtet, sondern eben als ein Raum, in dem dieses Europa entsteht, geschaffen wird durch die Menschen, die beteiligt sind und eben auch eine historisch-kulturelle Dimension ganz entscheidend mitspielt, die mitgedacht werden muss, weil wir ansonsten diesen Prozess gar nicht verstehen können. Und ich würde sagen, schon diese zwei Elemente sind ganz, ganz wichtig. Und der dritte, das starke Argument für diesen Lehrgang in seiner besonderen Stellung ist, dass es eine von den Lehrenden her eine sehr interessante Mischung und eine besondere Mischung gibt aus sehr, sehr gut qualifizierten, exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Wien mit Experten, Expertinnen, die im europäischen Feld tätig sind, in unterschiedlichen hochrangigen Positionen, in Institutionen in Österreich oder auf europäischer Ebene und Praktikern, die sozusagen auch erlauben, das, was man hier lernt, rückzukoppeln mit möglichen Berufsfeldern oder mit der Praxis der europäischen Integration. Und ich denke mir, daraus erklärt sich aus diesem Zusammenspiel dieser Faktoren die Einzigartigkeit der europäischen Studien. Studierende, die sich interessieren für die europäischen Studien, für den postgraduellen Lehrgang, sind am Anfang oft überzeugt, dass dieses Studium ihnen helfen wird, auch im Bereich der europäischen Institutionen, der europäischen Einrichtungen die beruflichen Chancen oder die Einstiegschancen zu verbessern. Und in der Tat trägt dieses Studium dazu bei, dass man hier höhere Kompetenzen hat und auch ein Kapital mitbringt, das einen die Einstiegschancen erhöht. Das ist überhaupt keine Frage. Ich möchte aber betonen, dass die beruflichen Felder keineswegs reduziert sind auf die europäische Ebene, also nicht nur Brüssel, Straßburg, Luxemburg heißen müssen, sondern es gibt eine Reihe an europäischen Institutionen, die nicht nur in diesen Orten lokalisiert sind, aber vor allem das Europäische und die europäische Integration spielt in zunehmenden Bereich unseres Lebens eine Rolle, und zwar insbesondere auch dort, wo unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschäftigt sind, wenn sie bereits beschäftigt waren, oder wo sie aufgrund ihrer fachlichen Orientierung hintendieren. Also denken wir an die Wirtschaft. Es gibt zunehmend in Unternehmen, in Banken, in Versicherungen, spielt die europäische Dimension, ja, also dass die Integration der europäischen Fragen, ja, in die Arbeit etwa einer Versicherung, spielt natürlich eine zunehmend wichtige Rolle. Das heißt, jemand, der einen Studiengang wie unseren besucht hat, bringt hervorragende Qualifikationen mit, um in herkömmlichen Unternehmungen, in der Unternehmenslandschaft oder in der Verwaltung, Kommunalverwaltung, Ministerien, einen besonderen Beitrag zu leisten, damit diese Unternehmens- oder Verwaltungsziele erreicht werden können. Ich bin als Soziologe jemand, der sich mit gesellschaftlichem Wandel und gesellschaftlicher Entwicklung auseinandersetzt. Und als jemand, der in Österreich lebt, in Wien lebt,
lebt man sozusagen im Zentrum einer europäischen Entwicklung, die jetzt nicht nur eine Entwicklung ist in Richtung europäische Integration im Verständnis der Union, sondern einer Integration, die weit darüber hinausgeht, nämlich zum Beispiel das Zusammenwachsen von Ost- und Westeuropa, die gesamte Transformation des Europäischen seit 1989 oder der letzten 20, 30 Jahre. Und für mich als Soziologe und als Sozialwissenschaftler ist dieser unglaublich tiefgreifende und dynamische Prozess, der da stattfindet, faszinierend. Und ich denke mir, dass wir vermehrt uns damit auseinandersetzen müssen und auch sollen. Ja, und ich glaube, dass das auch für mich als Soziologen und für mich als Person eine ganz wichtige Auseinandersetzung ist mit unserer Zeit, mit der Werdung einer Welt, in der wir beteiligt sind, an der wir teilhaben. Und ich denke mir, es ist eine einmalige Chance, so einen Prozess auch nicht nur zu erleben, sondern auch zu reflektieren, zu analysieren, in den Jahrgängen mit Studierenden, die immer eine faszinierende Zusammenstellung sind, an Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Ländern und Disziplinen zu erarbeiten und auf diese Weise auch gewissermaßen, könnte man sagen, einen Beitrag zu leisten zu diesem Europa, das hier neu entsteht.